Willkommen zurück zu Pokémon. Silberne Edition hier oben auf dem... was für ein Turm war das? Ich glaube, es war der Glockenturm, wo wir gerade ein wunderschönes Ho-Oh gefangen haben, dessen Spitzname mir noch unbekannt ist, aber wir werden einen finden. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Um mich zu sagen, ZZ ziemlich zuversichtlich. Aber zuerst einmal gehen wir zurück nach Anemonia City. Denn... Oh ja, denn ich habe mich informiert und ich hoffe, dass ich jetzt den Weg finden werde durch die verstrudelten Strudelinseln, um mit euch zusammen noch ein Lugia zu fangen. Oh ja, ein Lugia. Das Pokémon des Titelscreens, das Pokémon, das wunderbarerweise auf jeder einzelnen Pokémon-Silber-Verkaufspackung abgebildet ist und das so wunderschön glitzert. Ich habe die Packung sogar noch bei mir im Schrank liegen und habe auch die Pokémon-Silberne Edition Soul Silver in meinem Schrank liegen. Ich fand Silber eigentlich immer ziemlich cool, weil ich Lugia einfach richtig geil finde. Und ja, ich weiß, dass man es in beiden Editionen fangen kann. Es ist mir aber vollkommen egal. Wir haben noch, glaube ich, jedes Pokémon, was wir brauchen. Sieht zumindest gut aus. Ja. Gut, dann werden wir mal... Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, möchten wir. Wir müssen nämlich zum Island B. Dafür setzen wir mal ein unseren Superschutz... Ist noch aktiv, okay, gut. Das hier müsste das Island C sein. Wir müssen auf jeden Fall in das oben rechts in der Ecke, da waren wir ja schon mal. Haben wir allerdings den falschen Weg genommen. Wir sind also praktisch genau dran vorbeigelaufen. Und das müssen wir jetzt natürlich ändern. Diesmal müssen wir einen anderen Weg nehmen. Sofern ich den Eingang noch wiederfinde. Hi. Schutz wirkt nicht mehr, dann setzen wir sofort... Ernsthaft? Ein Feld und es wirkt nicht mehr und schon gibt's hier Pokémon-Invasion oder was? Unglaublich. Ich habe mich auch informiert, wo wir den Fahrschein herbekommen für den Zug von Johto nach Kanto und wieder zurück. Das werde ich euch natürlich auch noch zeigen, weil das eine ziemlich lustige kleine Animation ist. Ja, wir möchten eine Whirlpool einsetzen. So. Ja, da ging es natürlich nicht lang. Dann müssen wir den langen Weg nehmen. Wir lassen mal das Surfen aktiv. Spatten. Ich hab doch einen Superschutz an! Oder? Habe ich einen Superschutz an? Oder habe ich es vergessen? Okay, hier muss ich sowieso absteigen. Gut. Aber nochmal bitte. Kann ja mal passieren. So, das müsste das richtige Island sein. Wir schauen mal nach. Löffelblitz. Wenn ich es sehe, dann kann ich es euch sagen, ob es das richtige ist. Ja, ist es. Genau, wir sind ja hier runtergegangen. Ne? Hier so. Und dann da in die Leiter. Ist allerdings ein Fehler. Wir müssen oben lang gehen. Denn hier oben führt eine Leiter runter ins Stockwerk. Auf diese Ebene. Und da kommt man sonst nicht hin. Wir haben dann hier eine weitere Leiter. Irgendwo hier unten. Da. Und die müssen wir nehmen. Und landen in dieser überfluteten Höhle. Finden hier noch einen Toppeleber. Oh ja, schön. Und mit diesem Toppeleber steigen wir auf unser wunderschönes animiertes Lapras, obwohl wir natürlich auf Kyurex surfen. Und fahren hier den Wasserfall runter, hätte ich jetzt fast gesagt. Haben hier noch eine Höhle. Gucken da mal rein. Die ist ebenfalls überflutet. Gucken, was hier drin ist. Ah, da ist Lugia schon. Okay, wunderbar. Wir speichern mal. Für den Notfall, falls wir es aus Versehen besiegen sollten. Ich werde mal schauen, ob ich es gefangen kriege. Mit Hyperbälle natürlich jetzt nur. Ich habe nur noch Hyperbälle. Ganz klare Sache. Wirklich notwendig wird es unbedingt nicht sein, dass wir es haben. Aber hey, wir können es versuchen. Wir lassen mal Terrazy vorne. Terrazy ist immer gut. Und damit fordern wir Lugia heraus. Ich finde diesen Ruf von Lugia so abartig geil. Ich hatte den sogar mal als Klingelton fürs Handy. Ich finde, Lugias Flügel sehen unheimlich cool aus mit diesen fünf Segmenten daran, die wie große Hände aussehen. Ich finde das einfach ein absolut geil designtes Pokémon. Zuerst einmal gibt es eine Donnerwelle. Bodyguard von Lugia wird verschleiert. Jawohl. Achso, stimmt. Ja. Bodyguard schützt vor Statusattacken. Du bist schon geschützt.
hoffe mal, dass das jetzt das nicht umbringt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das nächste, was wir benutzen, ist ein Tackle. Was? Oh, diese Viecher, die Genesung beherrschen, das ist unglaublich. Dann schauen wir mal, wie viel Tackle so abzieht. Und nicht viel. Gut. Wir versuchen jetzt mal mit einem Donnerschock. Mhm. Ja, gleich hast du all deine Bodyguards aufgebraucht, umso besser, denn da können wir dich irgendwann nämlich doch paralysieren. Alter! Soll denn das? Paralyse ist auch nützlich, wenn man Pokémon fangen möchte, denn Paralyse schützt, ist sozusagen auch ein Punkt, der den Fangfaktor erhöht. Genauso wie die HP eines Pokémon. So, jetzt ist er wieder voll geheilt. 3 Genesungen hat er eingesetzt. Ich glaube 5 AP hat er da drauf. Luftstoß. Dürfte uns nicht so viel Schaden machen, weil wir immer noch vom Typ Elektro sind. Genau, und Lugia ist zwar ein Flug-Pokémon, aber da hilft ihm auch der Step nicht weiter. Mhm, sah gut aus. Und damit haben wir jetzt auch alle seine Attacken gesehen. Genesung, Luftstoß, Windstoß und Bodyguard. Das heißt, er kann keine Psychokinese, damit hatte ich so ein bisschen gefürchtet, dass er das kann. Und der schwindet aber, bevor er sich wieder hoch heilt, gibt's mal von uns. Ich versuch's mal mit dem Superball. Komm, von nix kommt nix. Hier. Rein da. Gib was umsonst. Ach, verdammt. Aber es war knapp. Das steht ja auch da. Es war knapp. Ja, es war knapp. Versuchen wir es mal mit einem Hyperball. Hey. Nein. Ja, macht nix. Macht nix, macht nix. Alles noch im guten Rahmen. Donnerschock. Dürft ihr eigentlich bald keine Bodyguard-AP mehr haben. Damit wir ihn vielleicht auch sogar noch paralysieren können. Beziehungsweise S. Wie man sehen kann, hat Lugia da oben kein Geschlecht. Liegt allein daran, dass man halt legendäre Pokémon nicht paaren können soll. Das ist halt etwas, was in dieser Edition... Hab ich noch gar nicht erklärt. Das Paaren von Pokémon. Wir haben ja das Pokémon-Ei damals bekommen. Nach der ersten Arena, wo das Togepi drin war. Das ist natürlich nicht das Einzige. Wir können in die Pension hier 2 Pokémon einlagern, sozusagen. Vorzugsweise Männlein und Weiblein. Und wenn die von der Ei-Gruppe her zusammenpassen, dann werden die ein Ei ausbrüten, beziehungsweise ein Ei bekommen, das wir dann ausbrüten können. Und je nachdem, welches Pokémon wir da reingegeben haben, wird dieses Pärchen dann halt ein junges Pokémon ausschlüpfen lassen. Wieso hat er denn noch so viel... zum Beispiel könnten wir, wenn wir unser Curex in die Pension geben, auch ein kleines Kanimani noch heranzüchten. Der vorzugsweise benutzte Partner, wenn man einfach nur ein schnelles Pokémon-Ei haben will, ist da Ditto. Ditto passt sich immer sozusagen an. Das heißt, geben wir zum Beispiel unser männliches Curex in die Pension, dann wird aus Ditto auf jeden Fall ein weibliches Pokémon und dadurch entsteht dann ein Ei. Und es schlüpft auf jeden Fall dann ein Kanimani. Normalerweise steht, glaube ich, immer das Pokémon von der Mutter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn es klappen würde, ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, aber... Wenn wir zum Beispiel Terrazine in die Pension geben würden mit Curex, würde das Pokémon ein Voltilam sein. Glaube ich, dass es so ist, weil das halt das Pokémon von der Mutter wird und ich glaube, entsprechende Statuswerte werden eventuell vom Vater mit vererbt. Oder Attacken. Aber das ist ein Feld, damit kenne ich mich nicht so gut aus, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Und dann empfehle ich euch das Zuchtvideo von Suishimaru mal anzuschauen. Da wird das alles super gut erklärt. Damit habe ich mich selbst allerdings nie besonders beschäftigt. Darf ich jetzt? Ach, Gott sei Dank, bitte trifft Donnerwelle, bitte, 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 bitte. Jawohl. So. Jetzt können wir es nämlich ganz, ganz gemütlich mal versuchen, besser zu fangen, denn jetzt hat es auch noch die Paralyse drauf und selbst wenn es jetzt Bodyguard einsetzt, die geht nicht weg. Und auch durch die Genesung geht die halt nicht weg.
Ja, mach ruhig. Wir könnten jetzt keine weiteren Statusattacken mehr, keine weiteren Statusveränderungen mehr zufügen, geht aber eh nicht, weil du paralysiert bist. Insofern macht das überhaupt ja nichts. Versuchen wir mit dem Donnerschlag. Ich hoffe, dass das jetzt keine Volltreffer wird. Warum denn? Warum denn? Moment. 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 Da muss ich mal eben das Spiel neu starten. Gut, dass wir gespeichert haben. Jetzt frage ich mich nur gerade, warum man meinen aktuellen Spielstand, also meinen Punkt nicht mehr sieht. Mein Programm nimmt gerade nicht mehr auf. Das ist merkwürdig. Das ist ziemlich, ziemlich merkwürdig. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt gerade etwas Aufnahmeprobleme gehabt. Irgendwie hat das Programm den Neustart des Emulators nicht vertragen. Warum auch immer. Beziehungsweise das Neuladen der ROM. Ich werde es nochmal versuchen, das Vieh zu fangen. Hoffe doch mal, dass es diesmal funktioniert. Und werde auch mal hoffen, dass ich die Videos irgendwie zusammenschneiden kann. Ansonsten werde ich da zwei Videos draus machen und die parallel hochladen. Die Aufnahmezeit war ungefähr bei der Hälfte, das habe ich gesehen. Ich hätte vielleicht Harry sie nach vorne packen sollen, ne? Ja. Harry sie. Ja, mach ruhig Genesung, ist mir scheißegal. Dennoch haben wir dir gar keinen Schaden zugefügt. Jetzt können wir dich sogar von Anfang an paralysieren. Oh, wie wundervoll. Aber ich frage mich echt, warum eben der Donnerschlag so viel Schaden gemacht hat. Denn es hat am Anfang nicht so viel Schaden gemacht. Versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Oh, okay. Das hat aber vorhin weniger Schaden gemacht. Vielleicht... Na gut, das kann ich jetzt wieder schwer sagen, weil das Lugia natürlich jetzt andere Werte haben kann, glaube ich. Den Tackle müsste es aber eigentlich noch aushalten. Ja. Oh, war sogar ein Volltreffer. Paralysiert, sehr schön. Unsere Chance. Ein Hyperball. Und hoffen mal, dass es drin bleibt. First try? Wir werden sehen. Nein, nicht mal gewackelt hat der Ball. Ja, Windstoß uns ruhig. Wir werfen einen weiteren Ball. Der Bodyguard bringt dir jetzt aber auch nicht mehr viel. Ah, Superball. Ich finde die Fanganimation, ehrlich gesagt, in den ersten Pokémon-Spielen nicht besonders schön. Die sieht so lieblos aus irgendwie. So unreell, wenn man das so aus dem Anime gewohnt ist oder so. Pokébälle sind hier irgendwie so riesig und, ich weiß nicht, gehen sie auf mit diesem komischen Geräusch und... Ja, finde ich irgendwie komisch. Ab Platin und Diamant und Perl fand ich es eigentlich ganz gut gemacht. Wobei es auch schon in den folgenden Editionen von hier einigermaßen gut aussah. Das kann man nicht anders sagen. Also in Rubin und Saphir und Smaragd sah es auch schon okay aus. Es könnte jetzt etwas eintönig werden. Mal gucken, ob es uns gelingt. Wir können nur hoffen, dass beim Versuch einer Genesung die Paralyse greift. So viel dazu. So viel dazu. Kampf, Donnerschock. Na, der einzige Vorteil, den wir natürlich haben, die Paralyse geht nicht wieder weg. Und an Terry, sie macht das Vieh halt auch nicht viel Schaden.
Ich muss dazu sagen, ich hatte gedacht, dass Lugia Level 45 ist und nicht Level 40, aber... ja gut, macht den Kohl auch nicht fett. Ins Team holen werde ich es vermutlich nicht, Ho-Oh dafür eher schon. Wobei ich da immer noch keinen genauen Namen für weiß. Vielleicht sollte ich die Zeit, wo ich jetzt mich an Lugia austobe, mal dafür nutzen, zu überlegen, wie ich es nennen könnte. Na, ich glaube, ich hab eine Idee. Na. Unser letzter Superball. Das muss ein gutes Omen sein. Komm schon. Normalerweise habe ich mit sowas immer eigentlich ziemlich viel Glück, wenn ich legendäre Pokémon fangen will. Gerade in den letzten Editionen, als ich meine Alpha Saphir Edition durchgespielt habe, was ich da nicht alles für Pokémon mit ganz billigen Bällen gefangen habe. Ich weiß noch damals, als ich meine... Das ist so eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Als ich meine Diamant Edition an dem Punkt hatte, wo ich Dialga fangen konnte. Da hatte ich Flottbälle in der Tasche. Flottbälle wirken, glaube ich, in den ersten 3, 4 Kampfrunden oder so ziemlich gut, aber halt auch nicht überragend. Ich glaube, sie haben die Stärke von einem Hyperball oder so. Und das Pokémon war halt absolut nicht geschwächt. Ich habe dann halt wirklich einmal nur gedacht, komm, ne, gib ihm. Und habe wirklich diesen Hyperball geworfen, diesen Flottball geworfen auf ein komplett ungeschwächtes, unparalysiertes, unschlafendes Dialga. Und das Vieh war halt wirklich sofort beim ersten Mal drin. Es war echt, also ein Fang, wie ich ihn noch nie hatte. Normalerweise habe ich bei sowas nie Glück gehabt vorher in den Editionen. Aber da fing es dann wirklich an. Und seitdem hat das in den Editionen, die ich danach gespielt habe, und ich habe viele gespielt, nicht mehr aufgehört, so zu laufen. Also meistens hatte ich die legendären Pokémon nach 3, 4 Versuchen in der Tasche. Ohne Meisterball. Allerdings scheint mich das Glück hier gerade jetzt bei Lugia verlassen zu haben. Und das, obwohl es eigentlich noch relativ schwach vom Level her ist. Da gibt es dann nochmal einen Donnerschock. Mein einziger Trost ist, irgendwann hat es keine Genesungs-AP mehr. Und ich hoffe, dass das eintreten wird, bevor wir keine AP mehr auf Tackle und Donnerschock haben. Ja, das müsste es noch aushalten. Ja. Vermutlich würde sogar noch einen aushalten. Aber das versuche ich jetzt gar nicht. Wenn das nämlich ein Volltreffer wird, könnte es in die Hose gehen. Ich hoffe mal, dass das jetzt gleich nicht an den Rand kommt von seinen allgemein nutzbaren AP, weil sonst wird es Verzweifler einsetzen und das verletzt ist es natürlich auch selber. Das heißt, es wird sich über früher oder später auch dann selber umhauen. Und viel AP hat es natürlich nicht mehr. HP meine ich. AP wahrscheinlich auch nicht mehr. So langsam könnte es mal drin bleiben. Oh, was? Das war jetzt ja wirklich haarscharf. Das war ja wirklich haarscharf.
Ich dachte schon, wir hätten es endlich gefangen. Ja. Das mag überhaupt nicht gern drin bleiben. Aber halt so überhaupt nicht irgendwie. Gut. Ich beende hier mal den Part. Im nächsten Part geht's dann weiter beim Lugia-Fangen. Bis dahin. Ciao.